Hallo und willkommen zurück zum Finale von Mirror's Edge Catalyst. Genau, vielleicht. Da sind wir wieder. Ja, vielleicht schaffen wir das in dieser Folge, ich denke mal ja, oder? Ich hoffe einfach. Nehme ich einfach an. Denn jetzt kommen Züge. Oh, Züge. Erinnerst du dich? Oh, natürlich erinnere ich mich an Züge. Zahlen zufolge haben sich in Beine eine halbe Million Mitarbeiter für Reflection angemeldet. Du weißt, dass du eigentlich tot wärst? Das ist ein voller Erfolg. Es bringt den Grid total durcheinander. Reflection wird vieles durcheinander bringen, wenn wir es nicht aufhalten. Nicht zuletzt die Mitarbeiter selbst. Sobald Kruger anfängt, in großem Maßstab mit den Emotionen zu experimentieren, ist alles möglich. Es ist fast schade, dass wir das nie erleben werden. Nein, es ist nicht Plastik. Glass ist nur der Testlauf. Wenn sich Reflection hier als Erfolg erweist, wird es das Konglomerat für alle Mitarbeiter in Cascadia obligatorisch machen. Es wird ihnen auch noch das letzte bisschen persönliche Freiheit nehmen. Herrje, was haben die es denn so eilig? Evakuierung? Was Plastik damit sagen will, ist, dass es ihr gelungen ist, auf einige Nachrichtendrohnen zuzugreifen. So können wir dich bis ganz nach oben begleiten. Und ich kann sie nutzen, um einige Funktionen des Gebäudes zu hacken. Aufzüge und sowas. Es sieht aus, als würden sie die Leute evakuieren. Nur einige wenige. Sie glauben offenbar immer noch, dass sich die Schäden beheben lassen. Bleib in Bewegung, Faith. Aber pass auf die beschädigten Bereiche auf. Das Glas dort ist möglicherweise zu brüchig, um dein Gewicht zu tragen. Okay. Wir beginnen die Folge mit einem Fail. Das dürfte euch bekannt sein. Also nochmal. Na bitte, es geht aufwärts. Naja. Und los geht's. Wenigstens ist da oben der Fischzeppel. Wir sehen 4000 Bewohner, Führungskräfte und Familien. Was erwartet mich, wenn ich oben bin? Der Kontrollraum ist auf jeden Fall durch ein Sicherheitssystem geschützt. Was genau dich dort erwartet, konnten wir allerdings nicht herausfinden. Du solltest also mit dem Schlimmsten rechnen. Ich konnte das auch erleben. Ich dachte, ich schau mal auf der Party vorbei. Freut mich übrigens, dass du so gut vorankommst. Ich kann es kaum erwarten, Reflection endlich aus meinem Körper zu kriegen. So funktioniert das nicht, Icarus. Der Virus wird das Triggersignal unterbrechen, wodurch die Narzissen deaktiviert werden. Sie bleiben aber weiterhin in dir. Was ist, wenn sie das Reflection-Trägersignal abschalten, bevor ich dort bin? Soweit wir es von hier aus beurteilen können, rechnen sie weiterhin nicht mit dem Einsturz des Gebäudes. Es sind zwar einige Leute geflohen, aber die meisten bleiben dort. Ja, weil sie dämlich sind. Es könnte auch sein, dass wir uns irren, Plastik. Könnte es nicht. Ich habe die Berechnungen zweimal durchgeführt. Hast du dich schon jemals geirrt, Plastik? Nein. Um weiter nach oben zu kommen. Such nach einer Stelle, an der du es befestigen kannst. Ach du Schreck. Mal ein gewaltiges Gebläse. Zieh dich noch das von da irgendwo. Von einem der Blätter nach oben befördern lassen, Faith. Mach deine Merkung, um dich dran zu hängen und vergiss nicht wieder anzusteigen, sobald du hoch bist. Aha. Halt dich gut fest, ja? Das ist der Hammer! Nein, nein, nein. Ja, das mag der Hammer sein. Aber, ich bin jetzt oben. Nie wieder. Ach, guck mal, wer da kommt. Aus dem Weg, Krugers. Du kannst durch einen der Lüfter fällen. Ich schalte ihn ab. Das war's. Beeil dich. Ihre Firewall ist ein Witz. Selbst meine Schwester könnte sich da reinhacken und die ist sogar noch dämlicher als Koma. Was ist los? Ich habe eine Drohne verloren. Irgendein herabfallendes Trümmerteil muss sie erwischt haben. Dieser Bereich ist instabil, Faith. Dieses Gebiet ist in Kommunikation gestört, Faith. Du wirst uns vielleicht. Geh weiter und. Schau dich erstmal um, bitte, bevor du hier irgendwie. Da. Okay. Da ist doch noch ein. Oh. Das war das Ende. Also tanzen wir den Trümmerteil-Limbo.
Na, zum Glück ist da noch nicht Ende, also das Face ist Firewall wirklich... Ist ein Witz. Selbst meine Schwester könnte sich da reinhacken und die ist sogar noch dämlicher als Kuma. Obwohl das eine Beleidigung für Kuma ist. Ich habe eine Drohne verloren. Ein herabfallendes Trümmerteil muss sie erwischt haben. Dieser Bereich ist instabil, Face. Gebiet ist Kommunikation gestört, Face. Du wirst uns verlangen. Geh weiter und... Okay, jetzt müssen wir aber echt aufpassen. Dann warte, bis das Ding da auch weg ist. Ah, da waren wir wohl zu voreilig. Pass auf, da können noch so Trümmer kommen. Ich glaube, da ist eins gerade an uns vorbeigesaust. Dein Ernst? Ja. Mein Gott. Oh. Da kommt noch eins. Das erinnert mich ein wenig an dieses alte Mario-Spiel, wo der Affe die Fässer wirft und man hochklettern muss. Jetzt habe ich eher Angst vor Trümmerteilen. Nein. Ach, welch ein Glück. Okay. Die Schärpe wird also einstürzen. Schade. Ja, das ist ein... Oh, so eine Art oh ist das schön. Prima. Auf der anderen Seite ist ein Aufzug. Den kannst du nehmen. Ah, das ist schön. Besonders die Grasanimation. Die finde ich klasse. Guck dir das an. Ja, das ist die Sky City, wo die Reichen und Schönen von Glas leben. Und wir sind schon so hoch, dass der Rest von Glas aussieht wie abgeschnittene Zwerge. Okay. Und wir gehen noch höher. Ich habe derart viele Bäume gesehen. Hier ist es wunderschön. Das stimmt allerdings. Die meisten Mitarbeiter wissen nichts davon, aber Süßwasser wird in Cascadia schon bald ein überaus kostbarer Food sein. Schade. Die restliche Stadt könnte ein bisschen hiervon gut vertragen. Ja. Da ist die Wand hochzulaufen. Okay. Oh je, das sieht nach Trümmerzeug aus. Oh. Okay. Ah. Herr Jemini. Okay, achte immer auf Trümmer bitte, sonst sind wir zu schnell Matsch. Ich höre da was. Ach, Gott sei Dank. Oh, da löst sich wieder was. Und da auch. Herr, hier was für Folterer hier. Das Kratzen von Metall auf Metall. Nein, 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 nein. Du Trottel! Das war schlecht. Ja. Aber. Vielleicht sehen wir das Atrium erneut? Nein. Nein. Wir sind wieder. Das war auch nicht Sinn der Sache. So schön das Atrium auch ist, wir wollen doch mal weiterkommen, oder? Der Trümmer kam eigentlich rechts von uns. Jetzt warte kurz. Der kommt auf der Seite. Oh Gott, pass auf, da kommt einer. Oder? Nein? Nein. Ich frage mich, wie viele Aufzüge da drin sind. Aber es scheinen ja die Verkleidung des Schachts zu sein. Und wir können raus. Ich bin durch. Die Schäden hier sind enorm. Ach, Rebecca hat ganze Arbeit geleistet. Wie? Oh ja. Außerdem da kann ich feststellen, ziehen. Das ist, wenn man nicht für die Ewigkeit nein, baut. Stopp, nein! Och Mensch, was machst du denn da? Du sagtest, wir können uns ziehen. Ich bin gesprungen, weil da war man doch sich ein so kleiner. Sieht. Aber da war doch so ein kleiner Vorsprung. Vielleicht solltest du auch gucken, wo du hinlaufen kannst. Siehst du das da? Das. Was?
Das Ding ist ein Verräter. Ich muss eh drücken, nicht wahr? Ja, natürlich. Leute, bitte ignoriert diese Felsgarde. Ah. Ich glaube, hier traut sich keine Wache mehr hin. Nein. Das wäre auf jeden Fall verrückt. Was hast du für mich? Noch nicht viel. Aber ich weiß jetzt, dass er an einem Sonderprojekt arbeitet. Eine komplette Etage in der Agrarabteilung. Für die meisten von uns. Hier ist noch was zum Hochziehen gewesen. Wo? Das bedeutet, ich weiß nicht genau. Was auch immer es ist. Ich gebe mein Bestes, um mich bei meinem Abteilungsleiter zu machen. Trotzdem werde ich so schnell keinen Zugang bekommen. Vielleicht können wir dir auch anders Zugang verschaffen. Oh, da ist noch was. Okay. Hier können wir klettern. Und dann? Mir gefallen auch die Scherben, mit denen die Scherbe ausgestattet ist. Ja, das stimmt, aber... Ach, wir haben noch so viel Weg vor uns. Naja, ist doch schön. Dann haben wir auf jeden Fall was zu klettern. Obwohl, es wird uns eindeutig verkürzt mit diesen Dingern hier. Das war jetzt schon ein ganz schönes Stück. Stimmt. Und diese Scherbe ist, glaube ich, auch höher als die Scherbe im ersten Teil. Das ist bestimmt. Oh. Okay, wir sind noch ein gutes Stück weiter nach oben gekommen. Da ist nochmal so ein Ziehteil. Oh, das geht ordentlich schnell. Oh, unter uns wäre das Glas weggebrochen. Dein Ernst? Ja. Sowas mag ich eigentlich gar nicht. Willst du einmal runtergucken? Ich meine, ich bin nicht gerade schwindelfrei, aber einmal so... Okay, das reicht mir schon. Uiuiui. Dass wir nicht von den Scherben zerschlitzt wurden. Na, merkwürdig. Autsch. Die nicht gut. Scherbe. Ich hoffe, es mir daran zu sehen. Soll ich die Übertragung abschalten? Nein, natürlich nicht. Ich nicht mal, was du willst. Denkt man, das wird jetzt öfter passieren, dass irgendwas hier abbricht. Hey! Nicht gut. Da auch. Musst du nicht lieber die Wand lang rennen oder sowas? Hast du aber Glück, dass man sich Warum da... Warum knackt das so? Ist ja oft so hektisch zu werden. Ach, was Wie hast du weit da bin ich jetzt da runtergefallen? 1 Meter? Ja, aber was soll das denn auch? Das war ein tödlicher Fall von 1 Meter. Das Problem war, dass ich da festhing. Was war das? Oh. Wir müssen jetzt viel nochmal neu machen? Nein. Wir sind genau an der Stelle gelandet, wo wir hin mussten. Wir sind jetzt sogar noch weiter oben. Boah, bitte nicht. Okay. Wo lang jetzt? Weiß nicht, guck dich um. Da ist ein Seil. Ernsthaft? Ja, da ist ein Seil. Oh, ach so. Irgendjemand hat ein Seil zwischen. Guck mal, dass du vorsichtig bist, Faith. Hey, Leute. Wow. Hier ist ein riesiges Loch in der Wand. Die Explosion hat einen der Motorräder abgerissen. Du brauchst vermutlich das Mac, um weiterzukommen. Ach, das brauchten wir doch vorhin auch schon. Könntest du bitte nicht... Bist du verrückt? Wir müssen uns an den Rotor-Dingern, glaube ich. Und erneut. Abrollen.
Oh nein. Oh Gott. Es fällt mir nicht mehr rein, Faith. Plastik versucht, die Ausflugstüren für dich zu öffnen. Aber such trotzdem noch nach einem anderen Weg, nur falls sie es nicht schafft. Das ist nicht dein Ernst, richtig? Also, ich möchte diesen Koffer. Und krieg ihn auf. Dafür müsste ich dich jetzt eigentlich erschlagen, weißt du das? Herrje, riskierst hier noch mehr Wasser. Und die Bäume vor allem, das sind das Schönste. Aber jetzt mal ehrlich. Oh. Oh, wow. Plastik! Du musst die Türen öffnen! Ja, nein! Yes! Ich tue das, was ich kann. Mick, die Türen sind nicht da. Oder? Wie gesagt, ich tue, was ich kann. Welche Türen öffnen sie denn? Die Türen sind offen. Na bitte, sie sind offen. Das sind nicht die richtigen Türen. Das weißt du doch, oder? Jetzt mach, dass du wegkommst. Das ist der falsche Aufzug. Was zur Hölle machst du da? Das kann doch nicht der richtige sein, ne? Hat er sich gerade selbst erwischt? Das sah irgendwie so aus. Und das sah auch merkwürdig aus. Jetzt hattet ihr beide total die Verwirrung, oder? Kann er jetzt mal bitte... Tu mal was, außer in der Gegend rumzuhampeln. Danke. Das ist nicht der richtige... Okay. Du hättest ihn nicht mal lang gemacht. Ach so, die Wachen wollten hier raus. Na. Ja, tut mir leid, Wachen. Und was ist mit mir? Aber sie hat's geschafft. Du hast... Ich hab's Oh, na. Ich bin diese Feld so leid. Aber da war eine Röhre. Ich weiß. Ich hab's doch auch gesehen. Und ich bin einfach durch die Röhre hindurch. Okay, nochmal das Ganze. Die Spitze der Scherbe. Da diese Röhre. Geht na doch. Also. Nicht euer Ernst, Kinder. Mach jetzt, dass du da rüberkommst. Lass dich doch nicht da vollschießen. Geht's dir noch gut? Ach ja, ich lass mich da hier. Ich hab mich. Du solltest wissen, dass noch nicht deine Fortschritte mit großem Internet zu verfolgen. Ich habe außerdem noch einen anderen Anreiz für dich. Wenn Reflection zerstört, überlasse ich dir die Zahlen. Eigentlich wollte ich dir ja deine Schuld nennen. Du hast zusammen einen Grund, mehr mich zu beginnen. Was für eine Technik? Ein Gegenstand in meinem Besitz, auf den Faith schon seit geraumer Zeit ein Auge geworfen hat. Ich überlasse es dir davon zu erzählen. Es gibt immer noch keine Anzeichen für eine vollständige Evakuierung. Was denn jetzt schon wieder? Schwer zu sagen, wir wissen noch nicht einmal, ob er überhaupt im Gebäude ist. Es könnte sein, dass er es sicherheitshalber verlassen hat. Ich habe die Spitze erreicht. Was für eine Aussicht. Na schön, du hast gemacht. Du bist die bessere Runnerin, Faith. Und du bist ein Idiot, Icarus. Faith, die Konsole, nach der du suchst, müsste direkt unter dir im Hauptkontrollraum sein. Wie kommen wir jetzt da rein? Über die Treppe, vermute ich. Das wäre natürlich einfacher. Warte. Denk nochmal nach. Das ist dein altes Ich. Der Teil voller Dunkelheit, Trauer und Schwäche. Wer bist du jetzt? Wie war das? Sag's nochmal. Mach das wieder rein, komm los. Okay. Danach werde ich das. Und hier ist tatsächlich eine Konsole. Sehr gut. Verbinde jetzt das Omnistat-Laufwerk damit. Den Rest erledigt dann der Virus. Und stell dich schon mal darauf ein, dass es bei dir in Kürze. Das war zu erwarten. Was hoffst du hier zu erreichen? Ich gebe den Leuten das Recht, für sich selbst zu entscheiden. Ach, Faith, ist dir nie in den Sinn gekommen, dass die Leute Reflection wollen? Ja, weil sie die hässliche Wahrheit nicht kennen, nur ihre Lügen. Oh ja, die Wahrheit ist immer hässlich, wie du sehr wohl weißt.
Es ist die Arbeit deiner Mutter, gegen die du hier ankämpfst. Das hier wollte sie nie. Sie haben alles pervertiert, woran sie geglaubt hat. Woher weißt du, was sie wollte? Du warst ein Kind. Du bist noch immer ein Kind, das mutwillig alles um sich herum kaputt macht. Ich habe deiner Schwester versprochen, dich am Leben zu lassen. Gib auf und dir wird nichts passieren. Niemals. Naja, das sind zwei Sentinels, die schaffen wir. Hatten wir das nicht schon mal? Ach, das sind Pikmin. Hoppala. Aha. Gut, das nicht unbedingt. Wo ist der denn? Hampelmann? Ich glaube. Du weißt, die sind schon ein bisschen besser als die anderen. Sonst wären sie nicht die letzten, oder? Du? Was bitte? Lass dich bitte nicht von dem verprügeln. Ich glaube immerhin an dich. Das war gut. Schön, nochmal und... Oh, nein, nicht gut. Der zweite kam mir zur Hilfe. Nochmal, renn weg. Das Problem beim Wegrennen ist mit Sentinels, ja, dass ja, die ihre langen Kombos haben. Einer weniger. Ich wollte nur, dass wir uns ein bisschen erholen, weißt du? Dafür. Denk an die Lehren dazu. Angeblich. Obwohl, das war nicht schlecht. Wir hatten ihn gegen die Wand. Ja, supi. Ich hätte dich mit deinen Eltern töten sollen. Das war's, Kruger. Ihre Kontrolle endet jetzt. Bei Reflection geht es nicht um Kontrolle. Es geht ums Überleben. Ja, um Iris und das der Familien. Es wird Zeit, dass ihr alle aussterben. Wenn du Reflection zerstörst, tötest du auch deine Schwester. Nein, ich befreie sie. Wohl kaum. Isabel hat eine chronische Lungenkrankheit. Dank Reflection haben wir sie sehr gut im Griff. Zerstörst du es? Ach ja? Tue ich das? Nun, du hast sie schon mal fast getötet. Jetzt kannst du es zu Ende bringen. Alle um dich herum sterben, Faith. Hast du je in Betracht gezogen, dass du daran schuld sein könntest? Du hast meine Familie getötet. Du hast meine Freunde getötet. Du hast Noah getötet. Da! Worauf wartest du noch? Stopp das Ding! Hat die das Ding erwischt? Oh Gott, nein. Warum folgen wir ihr jetzt? Müssten wir nicht einfach... Weil die das Teil geschnappt hat? Ach so, oh, okay. Kat, rede mit mir! Nein, sag bitte nicht, dass das alles hier umsonst war, oder? Wir haben das Virus schon halb übertragen, aber... Nein. Ich hab vergessen, wo sie war. Boah. Diese Folge wird auf jeden Fall eine längere Folge, weil ich glaube, das ist nun mal am Ende so. Und jetzt bitte folg ihr richtig. Ich meine, es ist nicht einfach. Da auch das komische Schiff. Ah. Ja, die verteidigt Reflection, weil... Hör auf, Cat! Ich heiße Isabel! Ha!
meine Schwester. Ich habe keine Schwester. Du hast mich verlassen. Cat, ich... Er sagte, du wärst gestorben. Wie Mom und Dad. Ich habe nur noch geweint. Dann redete ich mir ein, du hättest nie existiert. Es war der einzige Weg. Getötet. Ich hab's gesehen! Genau wie hunderte andere, nur für Reflection! Wir sind da! Komm, wir gehen! Du musst nicht tun, was er sagt, Kate! Du entscheidest für dich selbst! Deine Geduld ist am Ende! Feuer! Nein, nein, nein! Diesmal ist es woanders, dass wir gerettet werden. Nicht! Du verstehst es nicht. Ich muss es tun. Und so endet die Geschichte. Ich würde gerne sagen, alles änderte sich. Dass sich die Arbeiter wütend erhoben und Reflection und das Konglomerat in Frage stellten. Aber es gab keinen Aufstand. Keine Proteste in den Straßen. Krugersek behielt die Kontrolle. Das Leben blieb, wie es war. Beinahe. Denn etwas hatte sich verändert. Wir hatten etwas begonnen. Und wir bringen es zu Ende. Ja, ich schätze, das ist das Ende und hier könnten wir einen Vergleich mit dem ersten Teil machen. Was meinst du? Also vom Ende hat mir der erste Teil natürlich besser gefallen, weil der das typische Happy End hatte oder wenigstens gut ausgegangen. Nun, mal sehen, das Ende war ja, wir hatten im ersten Teil die Sicherheitsserver zerstört und entkamen ins Exil. Ja, und in haben die Schwester Teil, noch gerettet. Und genau. In diesem Teil hat uns zwar die Schwester gerettet, so halb. Allerdings sind die Leute unter einer permanenten Gedankenkontrolle, wenn ich das richtig verstehe. Naja, und sie erkennt sich halt als zwei Personen. Ja. Ja, die Story war auf jeden Fall größer als im ersten Teil. Es gab, ja, mehr Charaktere, deutlich mehr Umwelt zu entdecken. Wobei... Ja, der offene Weltstatus hat natürlich dazu geführt, dass ich nicht das gesamte Spiel vor der Kamera zeigen kann. Tja, mir gefielen die grafischen Details. Es gab zwar ein paar kleine flackernde Fehler oder so, aber wenn man die ignoriert, ja, ist das sehr schön geworden. Es ist ein bisschen zu wenig grün, aber das war im ersten Teil nicht weniger, oder? Im ersten Teil gab es auch nicht sehr viel grün, allerdings ist es in diesem Teil der Backstory, dass es kein Grün gibt. Was sagst du zur Story jetzt? Sehr dystopisch. Ich würde sagen, ja, Orwell könnte sich hiervon noch eine Scheibe abschneiden. Ja, schade ist nur, dass wir den Virus, glaube ich, nicht ganz einklinken konnten. Wer weiß. Wenigstens ist am Ende nicht noch jemand gestorben, so wie Ikarus oder die Schwester. Ist Kruger nicht aus dem Heli gefallen? Ja. Weiß nicht. Nein, ich glaube, die hat ihn gerettet. Ich wollte gerade sagen, die hat ihn doch gerettet.
Und dann hat sie ihre Schwester auf einem Gipfel mitten in diesem bruchgefährdeten Gebäude stehen lassen. Also, ich glaube, Plastik kann uns eine Drohne schicken. Ja, schon. Okay, am Ende wird Plastik natürlich die Rettung, denke ich mal. Auf jeden Fall ein spannendes Spiel, oder? Ja, wobei, dadurch, dass das recht Open World war, ging die Spannung in einigen Momenten flöten, in denen man gerne eine Pause machen wollte. Was meinst du denn damit? Also, die Missionen waren, Gott sei Dank, nie wirklich zeitbasiert. Das heißt, wir konnten immer die Aufnahmenpause machen, falls es uns zu viel wurde. Mhm. Oder euch. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielleicht noch ein bisschen zu Glass selbst gesagt. Mhm. Von den Entwicklern der Stadt konnte ich ein Interview lesen, dass die Stadt designt wurde, gerade weil es Open World ist, um glaubwürdiger als Stadt rüberzukommen. Und ich finde, das ist den Entwicklern sehr gut gelungen. Okay, das muss man wirklich sagen. Die haben sich Beispiele im realen Leben wie Tokio oder Singapur und natürlich auch Shanghai angesehen und aus diesen Beispielen extrapoliert, wie eine Skyline in naher Zukunft so aussehen könnte. Ansonsten wollen wir nicht mehr viel sagen, oder? Nein. Gut. Ich hoffe eigentlich darauf, dass so eine kleine After-End-Sequenz kommt. Aber vielleicht hoffe ich vergebens. Ja, wir lassen den Abspann noch ein bisschen laufen und verabschieden uns schon mal. Joanna Kruger, CEO der Kruger Holding, gab heute die Nachfolgerin von Gabriel Kruger bekannt, der seit den jüngsten schrecklichen Ereignissen in Glass vermisst wird. Trotz ihrer Trauer um ihren Vater wird Isabel Kruger die Leitung von Krugerstech übernehmen. Sie erklärte, sie freue sich auf die Herausforderung. Also, ich muss los. Deine Schwester leitet jetzt also Krugerstech. Interessant. Plastik hat bei Kuma einen Durchbruch erzielt. Ich bin anders. Entschuldigen und versprach eine umfassende Untersuchung. Joanna Kruger, CEO der Kruger Holding, gab heute die Nachfolgerin von Gabriel. Ich bin so froh, diesen Dreck los zu sein. Dafür bin ich dir ewig dankbar, Faith. Und? Was hast du als nächstes vor? Ich werde rennen. Dieses Paket enthält eine kleine Statue, die für mich von enormem ideellen Wert ist. Sie ist ein Geschenk, eine Art Zeichen meiner Zuneigung. Also zerbrich sie bitte nicht, sonst ist alles ruiniert. Also das kratzt echt an unserer Ehre, diese Quest, Leute. Genau, das hatten wir noch vergessen. Ich bin mir nicht sicher, ob er noch weiß, was mir diese Statue bedeutet. Und deswegen wollten wir das hier nochmal versuchen. Wo sie einmal stand. Wir waren damals noch jung, wir waren vollkommen andere Menschen. Wir hatten Träume, Orte und Dinge, die wir sehen wollten. Das war natürlich vor den Unruhen. Unsere Freunde sind an diesem Tag gestorben und es fühlt sich an, als hätten wir die darauffolgenden Jahre damit verbracht, es einfach auszublenden. Nach den Unruhen haben wir uns eine Woche lang in meiner Wohnung verkrochen. Die Statue stand auf einem Tisch in meinem Wohnzimmer und wir haben darüber gescherzt, dass sie bei all unseren Gesprächen dabei war. Dass sie uns mit blinden Augen beobachtete und belauschte, ohne etwas zu hören und doch alles mitbekam. Ich hoffe, ihr Anblick entzündet in ihm einen Funken dessen, was er einst war. Aber lauf, lauf. Die Dinge müssen sich ändern. Ich bin hier drüben. Aber das alles ist wertlos, wenn er sich nicht auch ändert. Das ist von ihr, oder? Sie sagte schon, dass sie einen Runner schicken würde. Ich finde ja, sie hätte wie jeder andere auch Cascadia Logistics beauftragen können, aber sie schätzt eben ein gewisses Flair. Vielen Dank. Das war's? Das war's? Ja. Aber wenigstens haben wir das geschafft. So, jetzt können beruhigt alle schlafen gehen. Denke ich auch. Das war's wohl mit der Bonusfolge. Wir bedanken uns nochmal fürs Zuschauen. Endlich geschafft. Jetzt können wir alle gut schlafen. Okay.